Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 28.03.2022. Einen wunderschönen Montag. So, er soll ja auch wirklich schön werden. Freuen wir uns. Wochenenergie ist raus. Da erwartet uns ein bisschen was in dieser Woche. Aber ich habe hier geschrieben, wir bleiben in der Freude. Das war nämlich die große Mahnung da drin. Ist egal, was passiert. Bleibt in der Freude, denn ihr manifestiert genau das, was ihr empfindet. Ich muss mir was anderes hinsetzen, weil ich sitze gerade auf meinem Fuß und jetzt ist mir der eingeschlafen. So, aber jetzt kommen wir zum Montag und gucken. Wir haben Feier, Spaß, Musik und Spiel. Bevor ich es vergesse, ich habe es in der Wochenenergie schon gesagt, aber nicht alle hören die ja an. Sternzeichen sind unterwegs. Ich werde bloß nicht alle schaffen, heute sie hochzuladen. Das heißt, was bis morgen in der Früh nicht da ist, kommt erst morgen Abend, weil ich ja arbeiten muss und vorher keine Zeit habe. Aber sie sind fertig, sie kommen. So, Feier, Spaß, Musik, das sich entwickeln darf. Ach, Zauberin, das ist ja richtig schön. Und männlicher Aspekt. Also, der Montag geht schon mal schön an mit Feiern, was sich entwickelt, was ins Tun kommt, ins Rollen kommt, mit schönen Momenten oder guten, tollen Leuten. Ihr erkennt weniger. Mal gucken, weiß ich nicht. Irgendetwas ist vorbei. Vielleicht gibt uns hier irgendein Grund zum Feiern. Also hier wird man erkennt, Sparspiele, Musik und irgendeine Entwicklung ist vorbei. Also irgendwas ist vorbei. Weniger Zaubermomente. Also, die Zauberin ist ja immer eine Hilfe, ist ja immer eine Situation und so weiter. Da brauchen wir weniger oder erkennen wir, dass weniger da ist und machen uns selbst auf, etwas zu tun, etwas in Gang zu bringen. Weniger Sorgen. Ach du Scheiße, hier kommt der blöde Karte hier. Vertrag, Abmachungen und die blöde Schuld und die Mutter. Okay, also. Mir hätte es jetzt gewundert, wenn keine Sorgen kommen würden, weil die Wochenenergie so doof war, dass wirklich hier Mutlosigkeit und Kampf macht. Aber ich habe nicht rausgefunden, warum. Hier die Tagesenergie sagt, wir erkennen die Entwicklung von uns selber oder von überhaupt, dass wir im Spaß und in der Freude sein sollen und sind. Und wir erkennen gleichzeitig, dass irgendeine Entwicklung vorbei ist. Und glaube ich, deswegen haben wir auch diese Freude, warum auch immer. Die Zauberin sagt einfach hier, weniger Sorgen. Wir kriegen weniger Sorgen. Und hier kommt wieder mal eine Schuld raus, die hier absolut alles in Bewegung bringt. Und das kann natürlich jetzt auch sein, das habe ich bei der Tagesenergie gar nicht so im Kopf gehabt, dass hier natürlich was rauskommt, was uns mutlos und in den Kampf bringt, weil hier ja wieder die Schuld steht. Weil hier ist nämlich etwas vorbei und dadurch kommen wir jetzt in Bewegung und hier liegt die Schuld. Das heißt, hier ist, kommt irgendwas raus, sonst würden wir nicht in Bewegung kommen. Und die Mutter heißt einfach, wir haben grundsätzlich mal Hilfe von allen Seiten, weil die deckt uns. Also die Mutter ist immer eine liebevolle, schützende Energie. Die deckt uns schon mal, das geht schon mal los. Es kann aber auch um deine eigene Mutter gehen, dass da hier was rauskommt. Oder dein Vater oder deine Schwester, du weißt bei Tagesenergie, dass du dir zwar jetzt weniger Sorgen machen musst, aber dass hier absolut eine Schuld aufkommt, die jetzt in dir auch was auslöst. Und das könnte natürlich in der die Wochenenergie, die Kampf- und Mutlosigkeit sagte, auch sein. Ja, gut. Aber wie in der Wochenenergie ist auch hier, erkenne, dass du im Spaß bleibst. Erkenne, dass diese Entwicklung ins Negative, weil da ja die Schuld liegt, endlich vorbei ist, dass alles in Bewegung kommt. Die Sorgen werden peu à peu weniger. Und ich sage nicht, morgen sind die Sorgen vorbei, sondern sie werden
immer ein bisschen weniger. Sie reden, seitdem Putin in der Ukraine ist, reden Sie, Sie stellen uns Gas ab. Ich habe eine Gasheizung. Ohne Gasheizung geht bei mir gar nichts. Also, und ich habe es immer noch warm. Also lassen wir es mal dahingestellt. Das heißt, mach dir weniger Sorgen. Bleib in den Spaß. Und diese Schuld bringt uns einfach in Bewegung. Das heißt, also hier und hinter die Kulissen bin ich mir sicher, dass hier ganz viel passiert. Weil diese Menschen, die da in der Regierung sind, also die gehören überall hin, aber nicht dort. Und es gibt so viele einflussreiche Menschen, die ein Hirn haben. Das geht nicht, da muss eine Bewegung da sein, weil die sind ja nicht doof. Also das sage ich zu meinem Bruder immer, so, die Menschen, die wirklich Einfluss haben, die sehen doch diesen Blödsinn. Das kann doch nicht sein, dass die das sich so gefallen lassen, dass du und ich dagegen nichts machen können. Das ist mir schon klar. Gut, wir können Montag spazieren gehen, was nach wie vor wichtig ist. Aber mehr können wir schon nicht tun. Aber hier heißt es, Entwicklung ist vorbei, irgendwas wird ist erkennbarer vorbei. Und damit werden auch die Sorgen weniger. Aber peu à peu à peu. Wir haben eine große Schutzenergie über uns. Wir dürfen uns von dem, was da rauskommt, aber nicht triggern lassen. Das heißt, dass man hier in Bewegung kommt und wirklich was tut dagegen. Ist ja absolut richtig, aber eben nicht in den Kampf und die Mutlosigkeit von der Wochenenergie, das liegt hier jetzt nicht, aber das ist ja erst der Montag, vielleicht kommt ja im Laufe der Woche viel raus, dass man da dann wirklich umkippt, aber das muss nicht sein. Hier werden Verträge nicht gehalten, weil Schuld und Sorgen, wenn ich einen Vertrag habe und ich mache mir deswegen Sorgen, dann wird der nicht gehalten. Und dadurch kommt was in Bewegung. Gut, im Kleinen, das will ich jetzt auch noch schnell machen, ist es genauso. Wir haben hier eine Entwicklung gemacht, die jetzt vorbei ist und erkennen nun das Resultat dieser Entwicklung. Wir dürfen uns jetzt freuen über diese Entwicklung, haben durch diese Entwicklung auch weniger Sorgen und auch viele Gelegenheiten, es positiv zu sehen, viele Gelegenheiten, die uns aus diesen Sorgen rausholen. Und jetzt haben wir, nachdem wir diese Entwicklung durchgemacht haben, wollen wir natürlich hier alles in Bewegung bringen. Da ist jetzt bloß da, dass da irgendein Vertrag mich da mehr oder weniger dran hindert. Weiß ich nicht, was das sein könnte, also was weiß ich. Ja, gut, du hast jetzt einen Führerschein gemacht, wärst aber erst nächsten Monat 18. Ja, dann hast du da natürlich Sorgen, den Vertrag hast du schon, aber du darfst noch nicht. Also im Kleinen kann das auch super sein. Ich habe schon mal gesagt, die Schuld, das ist immer ganz böse, aber die kann auch ganz was Kleines sein. Du darfst erst fahren und bist mit 17 praktisch schwarz gefahren. Deine Mama hat dich erwischt und sonst niemand. Das heißt, da ist die Sauberin, das war die Mama und nicht die Polizei. Also haben wir hier zwar Ärger, aber Sorgen habe ich weniger, es ist ja groß nichts passiert. Also es kann sowas ganz Kleines genauso sein. Und das müsst ihr auf euer Leben runterbrechen. Also keiner von uns, oder die wenigsten von uns, werden jetzt hier eine riesen Schuld aufdecken und was weiß ich was für Sorgen haben. Das ist alles mehr oder weniger im Kleinen runtergebrochen. Aber wir sind alle geschützt, also es geht alles gut auf. Und eine Entwicklung, die wir gemacht haben, ist vorbei. Jetzt können wir die Resultate sehen. Und das ist eben im Großen auch so. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Habe die Ehre.